Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Zielsetzung, Zielplanung und alles, was du dazu wissen musst. Ich werde dir zeigen, ja, wie du motivierende Ziele setzt, ja, und ich werde dir zeigen, was du dabei einfach beachten musst. Wenn das Thema für dich spannend ist, wenn das Thema für dich interessant ist, wenn du wissen willst, warum du als Network-Marketer unbedingt mit Zielen arbeiten solltest, dann bleib jetzt dran. Ja, ich sehe, du bist noch da. Super, freut mich. Lass uns loslegen. Es geht um das Thema Zielplanung im Network Marketing. Wenn wir uns das Thema Zielplanung oder Zielsetzung mal genauer anschauen, dann sind es eigentlich vier Bausteine, die wir brauchen, beziehungsweise die wir bearbeiten müssen, ja, damit wir in diesem Thema, ja, ich sag mal, möglichst alles richtig machen und gute Ergebnisse erzielen können. Das ist zum einen, wir müssen erstmal wissen, warum brauchen wir eigentlich Ziele, ja, welche Fehler müssen wir bei der Zielsetzung vermeiden. Der zweite Punkt ist dann, wie formuliere ich ein Ziel richtig. Der dritte Punkt ist dann das Thema Quote, das heißt meine eigene Quote, warum die wichtig ist, zeige ich dir dann gleich im Video. Und wir brauchen dann einen Plan, ja, den wir Tag für Tag abarbeiten können, an dem wir uns orientieren können. Lass uns mal die einzelnen Bausteine kurz durchgehen. Wer kein Ziel hat, ja, ich habe das hier mal so ein bisschen unterstrichen, der kann auch keins erreichen. Wenn du heute eine Reise buchst, ja, dann musst du schon wissen, wo du hin möchtest. Weil nur wenn du weißt, wo du hin willst, was das Endziel quasi ist, dann kannst du die nächsten Schritte einleiten. Du kannst den Flieger buchen, du kannst das Hotel buchen. Ja. Das sind alles dann wichtige Punkte, um überhaupt dort am Urlaubsort dann halt auch anzukommen. Und so ist es im Unternehmertum nicht anders. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ja, dann hast du überhaupt keine Orientierung. Du weißt nicht, was die nächsten Schritte sind. Du hast dementsprechend keine vernünftige Planung und kannst dich auch nicht orientieren. Und das ist so mit der Hauptpunkt, warum du Ziele brauchst. Du brauchst Ziele, weil sie dir Klarheit geben, weil sie dir Orientierung geben, weil du anhand von deinen Zielen ableiten kannst, was du jeden Tag zum Erreichen deines Ziels tun musst. Und vor allen Dingen, du siehst auch, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, an welchen Stellschrauben du drehen kannst. Und dann haben wir noch das Thema Selbstkontrolle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum du als Networker mit Zielen arbeiten solltest. Nicht nur, ja, dass du das nicht nur an dein Team weitergibst, sondern dass du es für dich vor allen Dingen machst. Das ist nämlich das Thema Selbstkontrolle, ja. Als Networker bist du Unternehmer, das heißt, du hast keinen Chef, der dir tagtäglich sagt, was du tun und wie du es tun musst, ja, sondern dafür bist du allein selbst verantwortlich. Und deshalb musst du für dich ein Kontrollinstrument schaffen, an dem du dich orientieren kannst, dass du einfach weißt, bin ich auf dem Weg, bin ich nicht auf dem Weg. Und da ist natürlich das Ziel ein ganz entscheidender Punkt, damit du dann sehen kannst, okay, was sind die notwendigen Schritte, die ich dahin gehen muss, und habe ich heute auch da an den Schritten dann gearbeitet. Ja? Das heißt, du musst also quasi Angestellter, das ausführende Organ sein, du musst aber auch gleichzeitig das kontrollierende Organ sein. Ja? Also du bist sozusagen Angestellter und Chef in einer Person. Und deswegen ist es wichtig, mit Zielen zu arbeiten, weil nur dann hast du eben halt auch die Zahlen, Daten, Fakten, die du brauchst. Beim Ziele setzen ist es aber wichtig, dass du eigentlich zwei Dinge so im Großen und Ganzen beachtest. Und das merke ich immer so, wenn es um das Thema geht, dass viele zum Beispiel, gerade wer jetzt neu im Network Marketing ist, dass die sofort sich eigentlich selbst überschätzen. Ja, da kommen dann Menschen, die haben noch niemals, 5 oder 10.000 Euro verdient, möchten dann aber in den nächsten 3 Monaten regelmäßig 10.000 Euro verdienen. Und da gibt es ja so einen schönen Spruch, viele überschätzen, was sie in einem Jahr tun können, aber unterschätzen, was sie in den nächsten 5 Jahren erreichen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier nicht von Anfang an gleich den Fehler machen, uns selbst zu überschätzen, indem wir gleich, in Anführungszeichen, unrealistische Ziele setzen. Es heißt nicht, dass die Ziele nicht erreichbar sind, aber wenn du schon in der Lage wärst, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, dann würdest du es ja tun. Ja? Oder 5.000, der Betrag spielt jetzt keine Rolle. Ja? So, und deswegen ist es wichtig, dass wir ja das Ganze langfristig sehen und dass wir uns Stück für Stück an das Ziel ranarbeiten, wo wir tatsächlich hinwollen. Und dann, was ich auch immer wieder merke, ist, dass die Menschen zwar, oder wenn sie dann ein Ziel haben, dann fehlen oft die Gründe fürs Ziel. Ja, lass mich es erklären. Stell dir vor, ein Teampartner kommt zu dir und sagt zu dir, Mensch, ich möchte nächsten Monat Betrag X verdienen. Wenn du dann fragst, warum, und die Person muss relativ lange überlegen, um dir Gründe dafür zu nennen, dann weißt du, das Ziel ist eher etwas, was einfach so jetzt
aus einer Laune heraus gesagt wird, aber da ist keine Substanz da. Und das Allerentscheidende ist bei einem Ziel, dass du für dich starke Gründe hast. Schau, damals, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ist jetzt schon 13, 14, 15 Jahre her, da war mein Antrieb der, ich wollte unbedingt aus meinem Job raus. Ja, also jeden Tag, wenn ich schon dran gedacht habe, wieder in den Job rein zu müssen, habe ich so ein bisschen Schmerzen gekriegt. Ja, also es war echt keine schöne Situation und ich wollte auf jeden Fall dort raus. Und dieser Grund war so stark, dass mir, egal wie, welche Höhen, welche Tiefen ich hatte, dass ich da immer weiter dran geblieben bin, weil für mich war die Option, zurück in den Job zu gehen, die war niemals da. Ja, das war für mich einfach, stand außer Frage, dass ich diesen Beruf noch einmal ausüben werde. So, und das war für mich so ein starker Antreiber, dass ich das Ganze eben halt dann auch durchgezogen habe, ja, bis heute. Und das ist aber ein negatives Ziel. Wie du es besser machst, zeige ich dir gleich. Und so habe ich es dann letzten Endes dann auch gemacht, ja. Also, starke Gründe sind super wichtig, weil das sind die Gründe, die dafür sorgen, dass du dann auch tatsächlich das Ziel ernst nimmst und dass du alles dafür tust, dieses Ziel auch zu erreichen. Ja, wenn du sagst, ich möchte 500 Euro dazu verdienen, aber du keine Gründe hast, warum du diese 500 Euro zusätzlich brauchst, ja, dann, ja, und du hast am Ende des Monats, ich sag mal, nur 100 Euro, ja, auf der Uhr stehen, dann wird wahrscheinlich sein, dass du sagst, naja, ob ich jetzt die 400 dann dazu habe oder nicht, ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wenn du aber einen ganz, ganz wichtigen Grund hast, zum Beispiel, weil du deinem Kind eine Klassenfahrt ermöglichen willst dadurch, wo es sonst nicht mit könnte, dann haben natürlich diese anderen 400 Euro eine ganz, ganz starke Bedeutung. Und dann wirst du natürlich viel eher Gas geben, wie wenn du diesen Grund halt nicht hast. So, und deswegen ist das wichtig. So, und jetzt müssen wir dann natürlich noch das Ziel formulieren. Ja, und da würde ich dir einfach empfehlen, arbeite mit der SMART-Formel. Muss man jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen. Ja, wenn da jetzt auch mal ein Punkt nicht erfüllt ist, ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Viel entscheidender ist, dass du dir angewöhnst, einfach in deiner Zielformulierung immer wieder zu arbeiten, dass du das im Hinterkopf auch hast und durch diese SMART-Formel, ja, kannst du eben ein Ziel relativ schnell und einfach dann auch für dich formulieren. Ganz wichtig steht hier jetzt nicht drauf, dein Ziel sollte immer positiv quasi formuliert sein. Also ich habe dir ja eben das Beispiel mit meinem Job gebracht, ja, damals. Und das war natürlich sehr stark negativ. Mein Ziel war damals, wenn ich die Zielformulierung nehmen würde, ich möchte von meinem Job weg. Ja, so. Und viel besser wäre aber die Zielformulierung zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel 5.000 Euro monatlich verdienen, damit ich als allererstes mal ein Fundament habe, damit die Fixkosten gedeckt sind, ich ein paar Rücklagen bilden kann, um dann quasi in eine sichere Existenz in der Selbstständigkeit gehen zu können, ja, oder in der Anfangsphase sicheren Existenz. So, das wäre dann viel positiveres Ziel gewesen, wie jetzt einmal zu sagen, oh, ich will weg vom Job, ja. Aber wie gesagt, kommt gar nicht drauf an. Wichtig ist, dass es dass einfach dein Grund so stark ist, dass alles andere völlig egal ist, ja. So, und wie kannst du das Ganze jetzt dann positiv formulieren? Was soll in der Zielformulierung drin sein? Da nimmst du die SMART-Formel. SMART steht für S, das S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv akzeptiert, R für realistisch und T für terminiert. Das heißt ganz einfach, diese Bestandteile sollten in deiner Zielformulierung drin sein. Ich mache ein Beispiel. Ich verdiene 10.000 Euro diesen Monat. Entschuldige meine Sauklaue. Also, du siehst, hier ist alles drin. Das Ziel ist spezifisch. Warum? Wir wissen, 10.000 Euro. Wir haben auch den Terminierungseffekt, nämlich diesen Monat, also nicht der letzte, nicht der nächste, sondern diesen Monat. Ist das Ganze realistisch? Und was dann natürlich messbar ist, ist natürlich auch, ich kann jeden Tag meinen Fortschritt messen, weiß, bin ich auf dem Weg, bin ich nicht auf dem Weg. Und ich habe natürlich das Thema attraktiv akzeptiert. Ja? Das heißt, das Ziel muss für dich erstrebenswert sein. Ja? So, und das kann natürlich nur jeder selbst für sich beantworten. So, und dann hast du relativ einfach dein Ziel formuliert. So viel dazu. Wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, einfach damit du weißt, wie du dein Ziel formulieren kannst. So, und dann kommen wir zu einem viel, viel wichtigeren Thema noch, nämlich das ist das Thema Quote. Wenn du jetzt
dann zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt, bleiben wir einfach mal hier bei 10.000 Euro im Monat verdienen, dann ist jetzt natürlich die Frage, was musst du jetzt jeden Tag machen? So, und jetzt kannst du natürlich theoretisch dir irgendwas aus den Fingern zaugen. Viel wichtiger ist, dass du heute, wenn du das noch nicht machst, anfängst, deine Statistik zu führen. Du brauchst einmal die Zahl, wie viele Verträge, Zähler, wie viele Verkäufe machst du. Ja, also immer am Ende des Tages dann einfach die einzelnen Punkte durchgehen. Du musst wissen, wie viele Vertriebspartner, Teampartner hast du. Du musst wissen, wie viele Kontakte hast du gemacht. Also Kontakte sind, wenn du jetzt online arbeitest, sind zum Beispiel Leads generiert. Das sind aber auch, wenn du Telefongespräche führst, mit wie vielen Menschen hast du gesprochen. Das ist, wenn du mit Leuten über soziale Netzwerke interagierst, wie viele Kontakte hast du gemacht, wie viele Gespräche hast du geführt und kannst du alles dort mit reinzählen von mir aus. Man kann das natürlich auch aufdröseln. Ich will es aber sehr einfach halten. Und kumuliere einfach deine Provision, dass du immer so eine fortlaufende Zahl hast. Und ich habe jetzt beispielsweise einfach mal hier, du hast jetzt 1.000 Verkäufe gemacht, ja, oder 1.000 Zähler geschrieben, 1.000 Verträge, wie auch immer. Du hast 50 Teampartner, du hast 5.000 Kontakte bisher gemacht und du hast bisher, sagen wir mal, 100.000 Euro verdient. Ja, so, und jetzt kannst du natürlich mit den Zahlen arbeiten. Jetzt weißt du sofort, okay, mal angenommen, jetzt bleiben wir in dem Beispiel, ich will 10.000 Euro machen nächsten Monat, ja. Jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, gut, was muss ich jetzt jeden Tag machen, ne? So, das heißt, 10.000 Euro nächsten Monat, das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt hier 5.000 Kontakte, ja. 5.000 Kontakte und die teile ich jetzt durch die, na, wo haben wir die Zahl? 100.000. Beziehungsweise 100.000 geteilt durch 5.000 Kontakte ergibt laut Adam Riese 2.000 Euro. Richtig. Nee, stopp, 20 Euro, entschuldige. Du siehst, wir sind live. Sind 20 Euro. So, jetzt heißt, ich habe den Faktor 20. Ich weiß also, pro Kontakt, ja, mache ich quasi 20 Euro. So, und wenn ich jetzt 10.000 Euro verdienen möchte, dann teile ich das einfach durch meinen Faktor, durch die 20 Euro, dann weiß ich, okay, ich muss mindestens 500 Kontakte machen, diesen Monat. Ja? Das heißt, ich muss in dem Monat, wo ich die 10.000 Euro haben will, muss ich 500 Kontakte machen, mindestens. Ja, besser mehr. So, und jetzt weiß ich, okay, was muss ich denn jetzt jeden Tag dafür tun, indem ich einfach die 500 durch 30 teile, dann habe ich genau die Anzahl der Kontakte pro Tag. Wenn ich jetzt nur 25 Tage im Monat arbeite, dann sind es halt eben 500 geteilt durch 25. Arbeite ich nur 20, die 500 durch 20. Ja? So, also hoffe, du verstehst, wie das System funktioniert. Ich kann jetzt auch ausrechnen, wenn ich will, okay, wie viele Teampartner brauche ich denn, um, ich sage jetzt mal, 200.000 Euro zu verdienen. Ja, gleiche Formel, ja, rechnest du einfach aus, den Faktor, wie viel du benötigst, und dann kannst du das Ganze eben auch wieder auf den Tag runterbrechen. Und jetzt erstellst du dir einfach einen Plan. Das heißt, du nimmst dir einfach mal komplett, überlegst dir mal, wo möchtest du dieses Jahr hin. Ich empfehle immer, mach deine Zielplanung, wenn du im Network Marketing aktiv bist, anhand einer Karrierestufe oder anhand deines Einkommens. Warum? Weil das am einfachsten messbar ist, ja, weil du sofort immer siehst, wo stehst du gerade aktuell. Und deshalb solltest du jetzt einfach mal im ersten Step hergehen und überleg dir mal, auf was hast du denn Bock in deinem Leben? Was sind so Ziele, wo dich richtig motivieren? Und dann schreibst du die auf, ja, so einfach mal so 1 bis 10, und kannst auch natürlich mehr machen. Und dann versiehst du das Ganze mal mit einem Termin, bis wann möchtest du die erreichen. So, und jetzt machst du Folgendes. Und jetzt gehst du nicht her und machst für jedes Ziel eine Zielplanung, sondern ich würde dir empfehlen, fokussiere dich auf ein Hauptziel. Warum? Wenn du zu viele Ziele hast, ist es zwar alles schön und gut, aber die Gefahr, dass du dich vielleicht verzettelst oder dass du zu viele Aktivitäten zu Beginn machst, ist relativ hoch. Ja? So, und wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, ich möchte konstant, jetzt bleiben wir einfach mal im Verdienstbeispiel konstant, sagen wir jetzt einfach mal 5.000 Euro verdienen. Ja, so, steht dann hier irgendwo 5.000 Euro monatlich.
So. Und du hast jetzt zum Beispiel hier eine Karrierestufe drin, ja, wo du sagst, die will ich auf jeden Fall erreichen. Zum Beispiel die höchste Stufe in deinem Marketingplan oder wie auch immer. Ja, Space Commander oder was weiß ich. Ja. So, und ja, du hast die jetzt da drin. Dann wäre es jetzt doch sinnvoll, ein Ziel zu nehmen, sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, dass wenn du dieses Ziel erreichst, wo du weißt, sind alle anderen Ziele auch mit verwirklicht. Wenn da jetzt zum Beispiel noch steht, was weiß ich, Laptop neu oder keine Ahnung, und du erreichst diese Karrierestufe, dann weißt du, hast du das Ziel gleich mit und du hast das Ziel gleich mit. So, und dann konzentrierst du dich eben halt auf dieses eine Ziel. So, und jetzt überlegst du dir hier, okay, das ist das Ziel, was benötige ich dazu? Du hast ja deine Statistiken, du weißt also, wie viele Verkäufe du brauchst, wie viele Teampartner du brauchst, etc. Und dann schreibst du dir das im Prinzip als Jahresziel auf. Du schreibst dir auf, okay, was brauche ich denn, wenn ich jetzt Verkäufe, Teampartner, ja, also was brauchst du da insgesamt? Und dann notierst du dir die Zahl hier, ja, so. Das Gleiche brichst du dann runter auf den Monat, was brauchst du im Monat, was brauchst du pro Tag? Notierst dir das und dann hast du ein Blatt Papier, anhand dem du immer jeden Tag kontrollieren kannst, wie weit bist du diesem Ziel einfach näher gekommen. Und wichtig ist, hier deine Quote einfach immer weiterführen. Okay, ich möchte das Video jetzt nicht allzu lang machen. Ich hoffe, ich konnte es in kurzer Zeit auf den Punkt bringen. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Und ja, wenn du Fragen, Anregungen, Feedback zum Video hast, nutz bitte gerne die Kommentarfunktion. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, hier irgendwo unterhalb des Videos Kanal abonnieren oder im Video selbst. Und dann wirst du auch automatisch immer informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg beim Umsetzen. Falls du Lust auf eine Zusammenarbeit hast oder gerade auf der Suche nach einem richtig guten Network-Marketing-Unternehmen bist, dann unterhalb des Videos weitere Infos anfordern, völlig kostenlos. Dort erfährst du dann auch, wie wir zusammenarbeiten können. Okay, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Music